1987. Ein rotes Licht. Ein Schloss im Wind. Ein Ortsschild. Ein Schuss. Teil 1. Das Treffen. Ja. Schön sieht es hier aus. Ein Zug. Ein Penner. Ein deutscher Gentleman. I fly halfway around the world and an odd note is waiting for me in my hotel room. It says to come to the bridge down by the river. This looks like the place. I could really go for some Wiener Schnitzel after the long walk out here. For some Wiener Schnitzel after the walk here. Ich frage mich, ganz kurz, erstmal herzlich willkommen natürlich bei Thimbleweed. Endlich können wir spielen. Und für Leute, die Preview nicht gesehen haben, Thimbleweed Park, das neue Spiel, man sieht es bereits, von Ron Gilbert, ganz nach alter LucasArts-Tradition, die Charaktere, ich mach mal kurz das Tor auf, die Charaktere, die Pixel Arts, kann man sagen, ne? Es ist einfach rein optisch, ist es für Leute wie mich ein Traum. Für Call of Duty und Battlefield-Freunde vielleicht nicht unbedingt, aber für Leute wie mich ist es einfach ein Traum. Für Leute, die mit genau solchen Adventure-Games groß geworden sind. Und genau deswegen haben wir das ganze Ding bei Kickstarter unterstützt. Genau deswegen waren wir da am Becken wie die Wahnsinnigen. Und genau deswegen können wir es jetzt auch direkt schon zur Release spielen. Wobei, ich glaube, ich glaube, das kann sowieso schon jeder spielen, ist ja released. Na gut, okay, jedenfalls, wir legen los. Wir sind momentan der junge Gentleman, aber wir können später noch zwischen Charakteren wechseln, auch ganz wie bei alten LucasArts Games. Und hier haben wir Willy, der alte Willy. Wir gucken gleich mal, wir gucken erstmal jetzt in die Notiz. Boris, es freut mich, dass du akzeptierst, dass dies die Lösung ist. Ich frage mich, sind wir Boris Schneider? Boris Schneider, der junge Mann, der damals quasi auch Monkey Island Teil 1 und ich glaube auch Teil 2 übersetzt hat. Der legendäre Boris Schneider? Sind wir etwa er? So, es gibt überall Augen, also folge diesen Anweisungen genau. Zu deinem Schutz lass deine Papiere im Hotelzimmer. Gut zu wissen, wir müssen später ins Hotelzimmer. Geh zum Fluss unten an der Trestle Trail Brücke. Schalte als Zeichen das Licht über dem Schild des Trestle Trails aus. Triff mich beim großen Eingang zu der unterirdischen Kanalisation. Stell sicher, dass dir keiner folgt. Okay. Übrigens, ganz kurz, der Boris Schneider hat übrigens auch dieses Spiel wieder aus der alten Tradition übersetzt, deswegen meine Vermutung, ob er es nicht vielleicht auch selber ist. So als kleines Easter Egg. So, rede mit Willy. Mal gucken. Ich soll hier unten jemanden treffen. Haben Sie jemanden gesehen? Sind Sie ein Opfer der schlecht ausgebauten amerikanischen Sozialsysteme? Ich muss weiter. Leider kann ich Ihnen keinen Drink anbieten. Are you a victim of the inferior American social support system? I need some whiskey. Okay. Ich soll hier unten jemanden treffen. Haben Sie jemanden gesehen? Nüchtern Sie sich aus, Sir. Ich hier. I am supposed to meet someone down here. Have you seen anyone? Do you have any whiskey? Okay, wir brauchen einen Whisky offenbar. Sind Sie sicher, dass Sie hier niemanden gesehen haben? Are you sure you have not seen anyone? I'm glad Chuck is dead. Ruined my life. Chuck. Chuck die Pflanze? Chuck die Mörderpuppe? Oder LeChuck der Geisterpirat? Respektive der Zombie-Pirat? Respektive der Feuerpirat? Machen Sie auch. Wake up, Sir. Wake up, Sir. Nicht? Wake up, Sir. Schnarch. Gut. Wake up, Sir. Nichts? Wake up, Sir. Gar nichts? Wake up, Sir. Überhaupt nichts?
Schnarch. Okay, ja gut, ich verstehe den Hinweis. Ich gehe. I have to go. Sleep well. So, was haben wir denn noch? Betrachte Brieftasche. This is my wallet and it has 252 American Dollars in it. American Dollars. Wir geben, pass auf hier. Gib Brieftasche an, Willi. I am sure the poor fellow could use the money, but I am not here for philanthropic purposes. Was ist nur mit den Deutschen los? Was ist nur mit den einfach eiskalt, hart wie Stein? Betrachte meine Schlüsselkarte für Hotelzimmer 606. It is the keycard for my room. Mhm. Und betrachte Prototyp Kissenbär. Was? It is a pillow bear prototype. Turn the bear inside out and you get a pillow. Very top secret. Okay. I had better not turn it inside out now. Warum denn nicht? I had better not turn it inside out now. Ich will aber. I am not tired now. Nor do I need a hack from a bear. A hack? I need a hack from a Brot. A hack from a Met. Rede mit Bär? Was? Geht nicht. Okay. Schau, nehme, öffne, gebe. Können wir, pass auf, mal so testweise. Nur mal ausprobieren. I'm sure this man is not the one I'm meeting. So he does not get the prototype. Ah, wir sind also hier, um unseren Prototyp Kissenbär irgendwem zu geben. Das ist merkwürdig. Hier. Du kannst mich nachher besuchen im Hotelzimmer. That would be very nice of me to give my hotel card to this poor man. But I need a place to stay myself. Ach so, ja gut, dann vielleicht das hier. The note is very secret. I do not want it falling in the wrong hands. Ja, dann gehen wir mal weiter. So, wir gehen mal weiter. Geh zu Schild. Trestle Trail to Thimbleweed Park. 1.7 miles. Aha, na gut. 1.7 miles, 2,7 Kilometer, eine Lampe. The light is turned on and I do not see a light switch. Aha, okay, Licht ist an. Warte mal. Schalter zeichnet das Licht über dem Schild. Ah, ja, das ist das Licht. Und wir haben keinen Schalter, aber ich sehe einen Stein. I wonder if I can use this rock to put out the light. Nein. The rock moves very slightly. Okay, dann nehmen wir den nochmal. So, wir haben einen Stein. It is a rock. Wow, das ist ja unfassbar. Nutzen wir den Stein mal auf die Lampe. Ja. Ja. There, I've completed step 3 of the note. Now for step 4. Step 3. Okay, trifft mich beim großen Eingang zu der unterirdischen Kanalisation. Das ist, glaube ich, nicht auf der Seite. Geht's da noch weiter? Ah ja, alles klar. Da geht es noch weiter. Tief, tief in die Büsche hinein. Sehr tief. Sehr, sehr tief. Hier sind wir jetzt. Gehe zu alter Baum. Nein. Niemand von uns war vorbereitet auf das, was diese Nacht offenbarte. Oder wie sehr sie uns alle verändern würde. Teil 2. Die Leiche. So tell me again why you're here. I was assigned to the case by the Home Office in Albuquerque. There is no Home Office in Albuquerque. It's neat to know. Look, I like working a case alone. I especially don't need some junior agent messing up my investigation. Especially some junior agent that thinks I don't know there isn't a Home Office in Albuquerque. So stay out of my way. Take a lot of notes. Sit back and learn. And I'll wrap up this case and we can both get the hell out of here. Your reputation certainly precedes you, Agent Ray. I'll take that as a compliment, Agent Reyes. It's how it was intended. I'm sure it was. Let's photograph the victim and head into town to talk to the local sheriff. The body is starting to pixelate. Body starting to pixelate. This is going to be a long night. Agent Ray und Agent Reyes. Das sind wir. Also das ist quasi unsere Startcrew. Tja, ich glaube, der Boris hat's nicht geschafft, tatsächlich. Was ist los, Boris? Warum liegst du da rum? Und wir sind... Ah, wir sind momentan er. Aha. Interessant.
Huch, was macht er mit seinen Schultern? Okay. Ich nehme mal sie. Sie scheint Profi zu sein. Sie ist Profi. Betrachte Polizeimarke. Wir gucken uns erstmal alles an. Detective Angela Ray, Senior Agent. It's my badge. Spannend. Und Notizbuch. Ah. Spät am Nachmittag angekommen. Was für ein Kuhdorf. Ich versuche, Kontakt mit den Einwohnern zu vermeiden, bis ich die Leiche sehe und weiß, ob sie mir nutzt. Langer Highway. Hoffentlich muss ich den nicht nochmal laufen. Bei der Leiche angekommen. Die reicht als Tarnung. Ich höre Rascheln im Gebüsch. Da kommt jemand. Na toll, noch ein anderer Agent taucht auf. Das Revier hätte doch nichts wissen sollen. Wie werde ich ihn los? Okay. Er hatte, glaube ich, auch ein Notizbuch. Können wir auch gleich nochmal gucken. Mobiltelefon. The cell phone has no reception. Ja, natürlich. Und ein Polaroid-Film. It's a sample package of Polaroid film. It only contains one photo. Alles klar. Und eine Leiche. Appears to be a male, approximately 40 years old. Looks like he's been in the water for 24 hours. You can tell by the pixelation around the nose and neck. Let's see here. There's no wallet in his pockets. But I found a card, possibly a key card from a hotel. Okay, der Killer hat also... Da liegt was. Oh. Der Killer hat also seine Brieftasche... Vielleicht hat der Killer seine Brieftasche geklaut, vielleicht aber auch unser Whisky-schlürfender Freund, kann ich mir vorstellen. There appears to be a small hole in the back of the head. Origins unknown. The hole in the victim's head doesn't look like a gunshot. More like a puncture from a sharp object. Which is odd, because the opening title sequence clearly showed a gunshot with accompanying sound effect. Vielleicht war es zu teuer, das zu ändern. Vielleicht ging die Kickstarter-Kohle aus. Man weiß es nicht. His suit looks tailored. Possibly European in design. Okay, unser Notizbuch wackelt ein bisschen. Leiche ist männlich, etwa 40 Jahre alt. Das ist genau das gleiche, was wir gerade eben alles gelernt haben. Nichts in seinen Taschen, außer einer Schlüsselkarte für ein Hotel. Da scheint ein kleines Loch im Hinterkopf zu sein, unbekannter Herkunft. Das Loch sieht nicht wie eine Schusswunde aus, stammt eher von einem spitzen Gegenstand. Sein Anzug wirkt maßgeschneidert, möglicherweise europäisches Design. Das kennen wir schon. Okay, er hat mitgeschrieben, glaube ich. Guck mal, er hat auch ein Notizbuch. Leiche ist männlich, 40 Jahre alt, pipapo, aber hier geht's noch zurück. Die Leiche fängt an zu verpixeln. Ray geht mir langsam auf die Nerven. Hoffentlich konzentriert sie sich auf den Fall und lässt mich in Ruhe. Kam per Bus von Albuquerque in Thimbleweed Park an. Wandere raus, um die Leiche anzusehen. Das ist die perfekte Tarnung. Laufe immer noch auf dem Highway. Ziemlich weiter Weg aus der Stadt. An der Leiche angekommen. Hier ist ein Agent namens Ray. Seltsam. Niemand sollte den Fall bekommen haben. Ich habe schon Gerüchte über sie gehört. Sie könnte Probleme bereiten. Vergiss nicht, heute Nacht Mama zu rufen. Ich weiß nicht genau, ob er seine Mutter meint. Detective Antonio Reyes, Junior Agent. It's definitely my badge. Cool. It's an instant camera, but there's no film in it. Ah, den Film hat sowieso sie, da können wir die Kamera an sie geben. Like I don't have enough to carry already. Hör auf, dich zu beschweren, Mädel, denn jetzt erstmal schön Foto. Können wir nutze hier? There's no film in the camera. Ach so, Entschuldigung. Nutze Film mit Kamera. Das haben wir. So. Smile. Now we can head into town and find the local sheriff. Ich finde immer noch, dass die Leiche hier unten... Oh, warte mal, sie fotografiert von vorne. Die Leiche wird aber von der Seite angezeigt, genau wie sie hier liegt. Gut. It's a good photo of the body. I like how the state-of-the-art camera can alter the angle of the shot. Okay, ja gut, dann verstehe ich das. Und die Leiche hier unten sieht wirklich aus wie von Sierra. Die Leiche hier unten sieht aus wie aus dem alten Sierra-Adventure. Hier oben LucasArts, hier unten Sierra. Wir gehen mal ganz kurz dahin. Warte mal, was ist das? It's an empty whiskey bottle. Haben wir uns schon gedacht. So, eine Whiskyflasche. It's an empty whiskey bottle. Vielen Dank. Definitely not the murder weapon. Wrong sized body hole. Es ist aber kein Einschussloch, es ist ein punktuiertes Loch am Körper. Trestle Trail to Thimbleweed Park, 1.7 miles. Okay. Gut, wir gehen mal ganz kurz, wir schlagen uns mal ein bisschen durch die Büsche. So. Was? Gehe zu etwas Seltsames. It's covered by the underbrush. But... It's an old abandoned chainsaw. Fool me once, shame on me. Fool me twice.
Es ist die Kettensäge. Die Kettensäge der Enttäuschung. Ist es die legendäre Kettensäge? Wir brauchen auch noch Benzin für die Kettensäge. It's an old abandoned chainsaw. Definitely not the murder weapon. No missing body parts. Können wir die nehmen? Ja! Die Kettensäge! Ja! Und viel Benzin. It's pretty rusty and totally out of chainsaw gas. Definitely not the murder weapon. No missing body parts. Okay, geh zu alter Baum. Ich hoffe, wir haben nicht niedergeknüppelt hier. Geh zu Ende des Weges. The trail ends here at this huge rock wall. Mhm. Warum hat den Typen jemand in den Sumpf gezogen? Jemand wollte nicht, dass er hier liegt. The trail ends here at this huge rock wall. Also, der Typ, der den niedergeschlagen hat, hat ihn zurück in den Sumpf gezogen und hat sein Portemonnaie geklaut und auch das Kuschelkissen-Teddy-Ding. That old tree is blocking the great entrance. Sounds like someone in the sewer is playing the violin. Okay. That old tree is blocking the great entrance. Ja, wir brauchen Benzin für die Kettensäge. I can't use it until I find some chainsaw gas. Ja. Ob das passieren wird, ich weiß ja nicht. Ich hoffe, wir müssen dafür nicht bis zum Mars reisen. So. Also im ganzen Spiel sind auch sehr viele Easter Eggs auf alte LucasArts-Teile. Ich werde auf jeden Fall nicht alle mitkriegen, das weiß ich jetzt schon. Weil ich hab die ja teilweise auch schon ewig nicht mehr gespielt oder krieg die selber auch gar nicht alle mit. Ich gehe mal ganz kurz hier nach oben. Wenn ihr Insider entdeckt, bitte immer gerne darauf hinweisen, gerne in den Kommentaren erwähnen. Ich lerne auch gerne dazu und ich werde bestimmt ein paar vergessen, das weiß ich jetzt schon. It's an empty can of Crockford's tuna heads, the good parts. Thunfischköpfe. Da sind aber Thunfischköpfe da drin. Ist die leer? Leer ist die auch noch. Gehe zu Meer Highway. Okay, wir gehen. Atari-Modul. Das nehme ich natürlich gerne mit. Doppelklicken Sie, um zu laufen. Ja, klar. Is the ET game for the 2600? Das ET-Modul. Ah, alles klar. Is the ET game for the 2600? Großartig. Inzwischen auch. Pigeon Brothers. Inzwischen auch ein bisschen was wert, das Ding, glaube ich. Geh zu Circus Prospect. It's a circus flyer with a crazy looking clown on it. Oh, den Clown. Pretty good makeup, though. Ja, den Clown haben wir mal kennengelernt. Den werden wir auch wieder kennenlernen. So. Signals are very strong tonight. Die Taubenbrüder. Plumbing. So, welche Signale sind stark? What signals? The signals. Signals are very strong tonight. Ja, aber welche Signale? Yes, you already said that. But what signals? I'm just screwing with you. Dark night, deserted road, me in a giant pigeon costume. It was too good to pass up. But the signals are strong tonight. Very strong. Mm-hmm. You almost ran over a federal agent. That's a felony. Sorry about that. Like I said, the signals are very strong tonight. Was wissen Sie über Leiche? Sollte man das fragen? Ist egal, komm, Leiche liegt eh da. Do you know anything about the body by the bridge? Why is it whenever a dead body is found, suspicion always falls to the person dressed as a giant bird? Hey, if the beak fits. We don't know anything about a dead body, but the signals are strong tonight. Very strong. Die Signale. Wichtige Frage, warum sind Sie angezogen wie eine übergroße Taube? Ich glaube, das ist wichtig. Why are you dressed like a giant pigeon? We're the Pigeon Brothers Plumbing. I'm Beth. That's my sister Emily. Hi there. Das sind Schwestern. Ah ja, warum Brothers, wenn sie Schwestern sind? Why brothers if you're sisters? Dad was expecting to have sons. And it was too cheap to have the van repainted. So we're just rolling with it till he's dead. Oh, soon. Shut up, Emily. Ich mag die Emily, die ist sympathisch. Das ist ja seltsam, soll ich mir den Spielstand speichern? This is really odd. Should I save my game? I wouldn't worry about it. The game was expertly designed to have no dead ends or death. Yet still be scary and have a sense of tension. You can feel safe exploring whatever you want. But I'd watch out for the signals. They can be very strong and disrupt the power grid. Signals? Power grid? Was? Warte. Aber das Spielen von Adventures hat mich gelehrt, oft zu speichern. But playing classic adventure games has taught me to save often. That was true, up until Monkey Island. At least with LucasArts-style adventures.
Then the designers realized that death and dead ends weren't making the game more enjoyable. It was actually making it less fun. Ja, das stimmt aber nur begrenzt. Im Nachhinein macht es wieder Spaß, die ganzen Tode bei den alten Adventures auszuprobieren und die Adventure-Charaktere immer mal wieder sterben lassen. Ich glaube, die Menschheit hat sich geändert. Nicht unbedingt zum Positiven, aber zum Lustigen. That seems like a sensible approach to adventure game design. It is. It just takes a little longer and requires more thought and planning. But it really pays off in the end. Na, ich hoffe. I think I've had enough of you. I need to find the sheriff and solve a murder. Nice talking to you too. Eek! Click, 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 click. Was? Beep. Was? Beep. Was? Quack! Was? Quack! Was? Click, 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 click. Was? Woo! Wagen. It's a plumbing van. Driven by big pigeons. Können wir den öffnen? Nee, ne? No need. The perps are outside. Okay. Aber ich höre auch so komische Signale aus dem Wagen. Würde gerne wissen, was das ist. Halten Sie den linken Mausknopf gedrückt. Ach so. Halt! Was ist das? Plastikringe. From a six-pack? You're supposed to cut them up before tossing them. Saves wildlife. Guter Hinweis. Wir nehmen ja mal mit. Huch. Friedhof. Steht da sogar auf Deutsch. Das finde ich ja cool. Das ist ja sehr angenehm. Gehe zur Flasche. It's an empty soda bottle. Ich weiß nicht genau, ob wir das alles brauchen hier. Das wirkt auf mich alles wie Müll. Wenn ich ehrlich bin, gehe zur Stadt. Uns. Aber wer?